Hallo meine Lieben, heute das erste Nageldesign in der Weihnachtswoche, aber vorher habe ich einen kleinen Tipp für euch. Und zwar, wenn ihr super auf Glitzer steht, dann kauft euch von P2 diesen Color Stop. Der ist eigentlich nur dazu gedacht, dass man das hier ringsherum dran macht und wenn man übermalt, kann man das einfach so abziehen. Aber ihr könnt euch das auch auf den ganzen Nagel machen. Das hat zwar eine unheimlich kleine Spitze, beziehungsweise Pinsel, Applikator, aber dann sitzt man halt Ewigkeiten da dran, aber ist ja egal, Hauptsache man kann Glitzer tragen. Auf jeden Fall einfach auf den ganzen Nagel machen, warten, bis das getrocknet ist, das wird dann so durchsichtig und dann einfach drüber lackieren. Und das geht perfekt. Ich habe das letztens ausprobiert mit den Acid Wash Lacken, die ich von Steffi gekriegt habe. Man kann das dann einfach, ja, man knibbelt das so ein Stück ab und dann kann man das abziehen. Und das wollte ich euch halt so als kleinen Tipp geben. Die kosten, glaube ich, 2,95. Ja, 2,95 müsst ihr hinkommen. Bei DM halt, ne? Und ich habe mir davon direkt zwei Stück gekauft und ich habe es ausprobiert und ich bin echt begeistert. Und jetzt kommen wir einfach mal zum ersten Design. Wie ihr seht, ich habe mir schon die Nägel vorlackiert in Schwarz. Das ist dieser hier von Catrice. Wie immer stehen unten in der Infobox auch wieder alle Lacke, die ich verwendet habe. Und, ups, Entschuldigung, ich habe eine neue Nagelbase und zwar ist es die hier von P2. Und ja, ich finde, die stinkt ein bisschen. Kann mir einer sagen, ob die bei euch auch stinkt oder? Naja, auf jeden Fall habe ich die da drunter. Und wir wollen ja ganz einfache Sachen, die jeder schnell nachmachen kann. Und wir brauchen dazu heute so einen roten Lack. Ich habe diesen hier von Flomar. Den habe ich mal geschenkt gekriegt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich den von Janine oder von Jule habe. Auf jeden Fall ist es eine schöne Farbe und dieses Design ist eigentlich recht dezent. Wir brauchen dazu halt noch so ein Make-up-Schwämmchen. Ihr könnt aber auch so einen Spülschwamm nehmen und euch den zurechtschneiden. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich zoome euch mal ein bisschen rein. Einfach Produkt auf den Schwamm geben. Und ich nehme jetzt die rechte Hand und mache das da drauf, weil ich auf der linken noch was anderes vorhabe, was ich euch dann gleich zeige. Und jetzt nehmt ihr einfach den Schwamm mit dem Produkt und tupft so ein bisschen auf euren Nagel. Es muss auch gar nicht überall sein. Und dann habt ihr halt. Oh, jetzt habe ich auf den Tisch gemalt. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, halt immer wieder mal ein bisschen Farbe drauf machen und dann habt ihr halt so einen roten Schimmer auf dem Schwarz. Und ich finde das eigentlich recht schön. Das ist nicht so auffällig. Klar, das Schwarz, ne, das sieht jeder. Aber es sieht halt nicht jeder den Schimmer und das Rot passt so schön zu Weihnachten, finde ich. Entschuldigung. Und ja, ich finde, das ist das perfekte Weihnachtsdesign. Ja, Palter bringt mich um, wenn er die ganze Farbe am Tisch sieht. Müssen wir später mal wegmachen. So, ich mache das jetzt bei den anderen Nägeln auch noch, also noch hier beim kleinen Finger und beim Daumen. Und dann zeige ich euch gleich das andere Design, was ich vorhabe. Das ist auch wieder was total Einfaches. Und dann mache ich mir gleich noch Topcoat drauf. Könnt ihr das überhaupt sehen? Wie das so rot schimmert? Also ich finde das total toll. Ich zeige es euch dann später nochmal mit Topcoat. So, für das zweite Nageldesign die linke Hand auch schwarz vorlackiert. Und dann brauche ich so einen silbernen Lack. Ich habe jetzt den hier von Catrice. Und dann brauchen wir einen Pinsel. Ihr könnt aber auch ein Dotting-Tool, einen Zahnstocher, einen alten Kugelschreiber nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal hier den Pinsel. Ich meine, ich habe es auch noch nicht mit dem Pinsel gemacht, aber wir können es ja mal ausprobieren. Und dann braucht ihr halt eine Unterlage, wo ihr ein bisschen Farbe hinmachen könnt. Und das ist wieder total simpel und ja, einfach Farbe nehmen und dann
malen wir uns, wie hätte es anders sein können, Buchstaben. Auf die Nägel. Ja, mit dem Pinsel geht das halt gerade nicht so gut, wie ich feststelle. Also, es ist ein ziemlich großes M. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal mit dem Dotting-Tool weitermachen. Und ihr könnt euch doch sicher schon denken, was ich mir da hinschreibe, oder? Ich meine, das könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben. Es dauert ja noch einen Augenblick, bis ich weitermache. So, ich habe mir jetzt einfach mal das Dotting-Tool hier genommen. Und dann mache ich einfach mal weiter. Halt immer mal wieder ein bisschen Produkt aufs Dotting-Tool nehmen und dann zwischendurch auch mal sauber machen, damit nichts hier unten dran hängen bleibt. Ja, jetzt haben wir ein M und ein X. Und jetzt schreibe ich mir halt noch Miss, also X-Miss dahin. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn Topcoat drüber ist. Wie das geht, das wisst ihr ja eigentlich alle, ne? Einfach ein paar Linien ziehen, schreiben halt. Und ja, ich finde das eigentlich ganz schön, weil es eigentlich doch recht schlicht ist. Vor allen Dingen das hier ist ja recht schlicht, aber wir reden dann gleich nochmal. So, ich habe jetzt Klarlack drauf und ich habe mal meine Taschenlampe am Handy angemacht, damit ihr es besser seht. Also, Xmas. Oder Merry Xmas. Total easy eigentlich, ne? Und auf der anderen Hand halt schwarz mit diesem, ja, auf der Kamera sehe ich gerade, sieht das aus wie lila, aber das ist echt roter Schimmer und das sieht so geil aus, also ich habe mich echt verliebt da drin. Und falls ihr das mal nachmachen solltet, würde ich mich freuen, wenn ihr mir davon ein Bild auf meine Facebook-Seite postet. Und ja, vergesst nicht bei Callista und Sandra vorbeizugucken, bei Callistas Traum. Der Link steht auch unten in der Infobox. Da findet ihr auch gerade weihnachtsbezogene Blogposts. Und ja, dann würde ich sagen, ich kann euch noch eins verraten. Es werden noch zwei weitere Nail Design Weihnachtsvideos folgen und natürlich ganz viele andere Bug-Sachen und sowas alles. Na jo, dann wünsche ich euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Das war das Alltagsleben mit Moni. Ja, bis dann. Tschüss.